Betrachten wir die Zahlen 6 und 15, dann stellen wir fest, dass die Zahl 3 sowohl ein Teiler von 6 ist, als auch ein von 15. Wir können die Zahl 6 eben darstellen als 2 mal 3 und die Zahl 15 als 3 mal 5. Und wir können auch fragen, welche Teiler gibt es überhaupt von der Zahl 6? Na, aus dieser Produktdarstellung, aus der Primfaktoranzerlegung von 6 und 2 mal 3 erkennen wir natürlich sofort, dass 1, 2, 3 und 6 alle Teiler von 6 sind und entsprechend können wir auch alle Teiler von 15 anschreiben, nämlich 1, 3, 5 und 15. Die Teile ergeben sich natürlich aus den möglichen Kombinationen der Primteiler, die hier auftreten. Dieser gemeinsame Teiler 3, den wir hier gefunden haben, hat aber auch eine ganz spezielle Funktion. Er ist der größte gemeinsame Teiler von 6 und 15. Denn wenn wir hier die gemeinsamen Teilermengen betrachten von 3 und 15, so stellen wir fest, dass der größte gemeinsame Teiler eben 3 ist. Und man schreibt dafür GGT, GGT eine Abkürzung für größter gemeinsamer Teiler. Also das ist die Abkürzung für größter gemeinsamer Teiler. Entsprechend können wir den größten gemeinsamen Teiler von beliebigen Zahlen a und b definieren, indem wir einfach die Menge aller Teiler von a und aller Teiler von b betrachten. Und wir beschränken uns hier auf die positiven Teiler und nehmen dann den größten gemeinsamen Teiler. Wenn man die Primfaktorenzerlegung der Zahlen kennt, ist es recht einfach, den größten gemeinsamen Teiler anzugeben. Nehmen wir also an, wir hätten von einer Zahl a und einer Zahl b die Primfaktorenzerlegung schon berechnet. Also das wäre zum Beispiel 2 mal 2, also der Primfaktor 2 tritt 2 mal auf, mal 3, mal 5 zur dritten, mal 11, mal 17 und die Zahl b hätte die Primfaktorenzerlegung 2 mal 5 Quadrat mal 17 mal 31, dann können wir natürlich den größten gemeinsamen Teiler von a und b dadurch ermitteln, dass wir die Primfaktorenzerlegung genauer ansehen. Wir erkennen, dass der Faktor 2 hier einmal auftritt und hier zweimal. Bei einem gemeinsamen Teiler kann also hier der Zweier einmal auftreten, aber sicher nicht zweimal. Der Dreier kann bei einem gemeinsamen Teiler nicht auftreten. Der Fünfer kann eben zweimal auftreten, hier auch, aber nicht dreimal, weil er eben bei B nicht dreimal auftritt. Und so weiter. 17 tritt einmal auf. Und wenn man kurz nachdenkt, erkennt man, dass der größte gemeinsame Teiler dann 2 mal 5 Quadrat mal 17 sein muss. Alle gemeinsamen Teiler müssen eine Primfaktorenzerlegung haben, die eben mit a und b konsistent ist, also sie müssen entsprechend hier als Teiler auftreten. Es gibt eine besondere Möglichkeit, nämlich dass der größte gemeinsame Teiler von a und b 1 ist. Das bedeutet, dass die Primfaktoren von a und von b disjunkt sind. Man bezeichnet dann a und b teilerfremd. Also das bedeutet, dass a und b teilerfremd sind. Sie haben nur den trivialen Teiler 1 gemeinsam, aber keinen anderen gemeinsamen Teiler. Insbesondere gibt es in der Primfaktorzerlegung von a und b keine Primzahl, die sowohl bei a als auch bei b auftritt. Eine weitere
Bemerkung ist das folgende, dass der größte gemeinsame Teiler von A und B dasselbe ist wie der größte gemeinsame Teiler von A minus B und B. Also wir können hier sozusagen das eine vom anderen abziehen und dann bleibt der größte gemeinsame Teiler gleich. Das ist eine wichtige Eigenschaft, auf die wir gleich näher eingehen. Zunächst einmal, warum ist das richtig? Nehmen wir mal an, dass wir einen gemeinsamen Teiler von A und B haben. Dann ist D sicher auch ein Teiler von A minus B, wegen der allgemeinen Eigenschaft, die wir beim ersten Video gesehen haben. Also wenn wir einen gemeinsamen Teiler haben, dann ist das auch ein Teiler jeder Linearkombination, jeder ganzzahligen Linearkombination mit Koeffizienten Alpha und Beta. Hier wäre eben Alpha 1 und Beta minus 1. Natürlich, trivialerweise, können wir hier auch diese Eigenschaft übernehmen, dass D ein Teiler von B ist. Das heißt, ein gemeinsamer Teiler von A und B ist auch ein gemeinsamer Teiler von A minus B und B. Das gilt aber auch in die andere Richtung, denn wenn wir einen gemeinsamen Teiler haben, der von A minus B und B, dann müssen wir einfach diese beiden Zahlen A minus B und B addieren, also statt subtrahieren addieren wir und dann erhalten wir wieder A zurück. Das heißt, die Menge der gemeinsamen Teile von A und B ist gleich der Menge der gemeinsamen Teile von A minus B und B und damit ist natürlich auch der größte gemeinsame Teiler von der linken Seite gleich der größten gemeinsamen Teiler der rechten Seite. Selbstverständlich können wir hier das nicht nur einmal anwenden, sondern wir können das mehrfach anwenden. Wir können auch sagen, das ist der größte gemeinsame Teiler von A minus Q mal B und B, wo Q eine beliebige ganze Zahl ist. Und das können wir natürlich ausnützen. Betrachten wir zunächst einmal wieder den ursprünglichen Fall, nämlich die Zahlen 15 und 6. Und wir können hier natürlich 6 einmal abziehen, dann bekommen wir, dass das dasselbe ist, der größte gemeinsame Teiler von 9 und 6. Können wir noch einmal abziehen und erhalten, dass das gleich dem größten gemeinsamen Teiler von 3 und 6 ist. Und nun können wir den Spieß sozusagen umdrehen und jetzt hier den Dreier vom 6 einmal abziehen und wenn wir wollen sogar noch einmal. Okay, und an dieser Stelle ist klar, dass der größte gemeinsame Teiler hier 3 sein muss. Denn 0 hat übrigens alle Zahlen als Teiler, denn wir können 0 darstellen als eine beliebige Zahl mal 0. Das heißt, die Teiler von 0 sind alle ganzen Zahlen, außer 0. Und 3 hat als triviale Teiler 1 und 3. Also sehen wir, dass hier der größte gemeinsame Teiler 3 sein muss. Und wenn wir das anschauen, was wir hier eigentlich gemacht haben, wir haben hier den 6er zweimal vom 15er abgezogen. Das heißt, wir haben eine Division mit Rest gemacht. Wir haben den 15er dargestellt als 2 mal 6 plus 3, also mit Rest. Und was wir nachher gemacht haben, dass wir den 3er zweimal vom 6er abgezogen haben. Also in Wirklichkeit haben wir hier den 6er durch 3 dividiert, das geht eben zweimal und wir haben den Rest 0 erhalten. Machen wir noch ein zweites Beispiel. Betrachten wir den größten gemeinsamen Teiler von 17 und 7. Nun, 17 und 7 sind beides Primzahl, daher wird der größte gemeinsame Teiler 1 sein, aber nehmen wir an, wir wüssten das noch nicht und wir gehen einmal mit diesem Verfahren vor, dann können wir hier zunächst einmal den 7er vom 17er abziehen. Tatsächlich können wir den 7er zweimal abziehen. Also wenn wir hier mit Rest dividieren, können wir sagen, 17 ist 2 mal 7. Also wir können das zweimal abziehen und erhalten dann hier den Rest 3. Weil wenn wir eben den 7er zweimal vom 17 abziehen, dann erhalten wir 3. Also dieser Rest wird hier ersetzt durch
ersetzt hier 17. Und jetzt können wir das noch einmal durchführen, indem wir hier den 3er zweimal vom 7er abziehen. Und letztlich können wir hier noch den 1er dreimal vom 3er abziehen und erhalten dann in trivialer Weise den größten gemeinsamen Teiler 1. Also wir können hier den letzten Schritt durchführen. 3 ist 3 mal 1 plus 0. Was wir hier tatsächlich durchgeführt haben, ist der sogenannte euklidische Algorithmus. Indem wir hier sukzessive mit Rest dividieren, also 15 durch 6 mit Rest, und dann verschieben wir das und dividieren immer weiter. Und irgendwann kommt dann der Rest 0 heraus. Das muss so sein, weil, wie wir hier sehen, diese Reste immer kleiner werden. Also irgendwann muss ein Rest 0 herauskommen. Und der letzte Rest, der nicht 0 ist, ist der größte gemeinsame Teiler. Das folgt einfach aus dieser Überlegung bzw. aus der Anwendung dieses einfachen Prinzips. Ich möchte hier noch eine kleine Erweiterung von dem angeben, nämlich erinnern wir uns noch einmal an diese Division mit Rest. Also 17 ist 2 mal 7 plus 3, 7 ist 2 mal 3 plus 1 und 3 ist 3 mal 1 plus 0. Und 1 ist eben der größte gemeinsame Teiler. Und jetzt ziehen wir sozusagen das Pferd vom Schwanz auf und stellen diesen 1er dar, den größten gemeinsamen Teiler, als 7 minus 2 mal 3. Nun ist dieser Dreier hier, der Auftritt, derselbe Dreier, der hier ist. Und wir können diesen Dreier ersetzen durch 17 minus 2 mal 7. Das schaut sehr mühsam aus, aber es passiert das Folgende, dass wir hier 1 mal 7 haben und hier minus 2 mal minus 2, also plus 4 mal 7. Insgesamt erhalten wir hier 5 mal 7 und hier minus 2 mal 17. Und die Zahlen 7 und 17 sind eben die Ausgangszahlen. Und wenn man eben den euklidischen Algorithmus bis zum größten gemeinsamen Teiler durchführt und dann von hinten beginnt und den größten gemeinsamen Teiler ausdrückt durch eine Differenz und dann sukzessive diese Zahlen austauscht, erhält man schließlich eine Darstellung des größten gemeinsamen Teilers durch die Ausgangszahlen. Also wenn d der größte gemeinsame Teiler der Zahlen a und b ist, dann gibt es immer Zahlen e und f, sodass d sich darstellen lässt als e mal a plus f mal b. Und das ist eine ganz wichtige Eigenschaft des größten gemeinsamen Teilers.